estás incluso más guapo que él. Pasamos por detrás.
Thank you.
hässlichen Kopf und kein Schatten im Gesicht machst. Das ist gefährlich. Gut, läuft. Wie lief das Auto heute? Ja, muss sagen, der Tag heute verlief eigentlich ganz okay. Wir haben ein paar Sachen probiert, deshalb etwas mehr Standzeiten gehabt, weil die Wechselzeiten länger gedauert haben, aber im Großen und Ganzen immer zufrieden. Gerade hinten raus lief es nochmal richtig gut, oder? Ja, ich sag mal, diese Tests sind eh immer relativ. Ja. Man muss immer wissen, es kommt drauf an, jetzt muss man auch Reifen sparen und so weiter. Von daher sind die Testzeiten nicht immer ganz repräsentativ, aber unsere Autos haben wir auch schon beim letzten Test gesehen, scheint ganz gut zu funktionieren und somit auch hier, ja. Was aber auffällt, sind 7/10 sind es, glaube ich, das sind 11 Fahrer in diesem Intervall von 7/10. Das ist schon bemerkenswert, oder? Ja, dieses Jahr ist es einfach ein bisschen enger. Das ist aber auch nicht so unnormal, weil sich die Regeln nicht großartig geändert haben. In den letzten Jahren jetzt auch der Motor gleich ist. Von daher kann man sich mehr aufs Auto entwickeln, konzentrieren. Ich meine, die Top-Teams haben das inzwischen ja auch gelernt und von daher natürlich von Jahr zu Jahr gelernt. Somit ist es nichts Unnormales jetzt auch mit den gleichen Reifenherstellern, dass die Autos enger beieinander sind. Und Melbourne rückt immer näher, kribbelt schon? Noch nicht. Also ich meine, es ist noch in weiter Ferne für uns. Wir haben noch einige Tests davor. Aber natürlich wird da irgendwo die Feuerprobe fürs Auto sein, das ist ganz klar. Hab gehört, nächstes Wochenende, glaube ich, geht es nach St. Anton, mal ein bisschen... Wie ist es dir gegangen heute? Ja, es war echt schön, wieder mal zu fahren, auf jeden Fall, nach so einer langen Pause. Und also es hat sich sehr gut angefühlt heute, muss ich sagen. Hat auch wieder Spaß gemacht, weil es endlich mal ein gutes Auto unter den Händen zu haben. Und es ist auch sehr gut gelaufen. Ich meine, wir hatten nur ein Problem auf meinem Auto und trotzdem konnte ich noch fast, ich glaube, mehr wie 60 Runden fahren. Und das war ein guter erster Tag und mein Teamkollege, der Alex, ist, glaube ich, noch mehr Runden gefahren wie ich. Und insgesamt haben wir sehr viel gelernt schon heute und auch von den Zeiten her ist es eine große Steigerung für uns. Also, und wir sind halt noch komplett am Anfang mit dem Auto. Also wir hoffen auf recht viel jetzt. Welches Problem war das und warum sagst du oder woran machst du es fest, dass das Auto besonders gut ist im Moment? Das Problem war, ich glaube, im Getriebebereich und sowas. Und das ist normal ein sehr standfestes Teil an unserem Auto bis jetzt gewesen. Also von daher ist es jetzt keine große Sorge. Was war das andere? Du hast gesagt, entweder endlich ein handfestes, gutes Auto unterm Hintern zu haben. Woran machst du das besonders fest? Besonders einfach vom Gefühl her. Weil ich bin jetzt mit dem Interim-Auto gefahren über den Winter. Und jetzt, das fühlt sich halt viel, viel besser an. Einfach von der generell, wie es auf der Strecke liegt, vom Grip her. Ist auch schneller auf den Geraden und so weiter. Und, deswegen, also einfach vom Gefühl her. Und super knapp, ne? Alles zusammen. Ich glaube, 11 Leute haben 1,20er gefahren. Ja, es war sicherlich sehr knapp heute, aber es ist der erste Tag, also das sagt, glaube ich, noch nicht so viel. Melbourne rückt immer näher, kribbelt's? Ja, natürlich nicht. Ich freue mich natürlich wieder auf die neue Saison und hoffe, dass wir mit unserem Auto jetzt noch ein bisschen noch steigern können und Richtung Ende Februar dann richtig vorne, also weiter vorne mit dabei sein können. Abschließend, es ist nicht mehr deine erste Saison, du bist natürlich auch noch alles andere als ein alter Hase, aber wird man schon abgezockter? Wie viel macht Routine aus, was glaubst du? Ja, natürlich. Das merke ich auch heute beim Testen, wenn ich so längere Stints fahre, so mit 20 Runden oder so. Das ist schon was anderes. Also ich habe schon sehr viel dazugelernt und auch generell einfach Routine bekommen für alles, was drumherum passiert und so weiter. Und das hilft natürlich schon. Großartig, danke dir. Red Bull again. Yeah.